Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Elver TV. Heute stehen wir auf dem Hartplatz in Ruwer, wo gleich der SV Eintracht Ruwer auf den PSV Trier trifft. Beide Teams haben bisher alle 5 Saisonspiele gewonnen und wollen diese Siegesserie fortsetzen. Ob dies gelingt, schauen wir es uns an. Mit einer stolzen Torbilanz von 21:2 Treffern reiste der PSV Trier zum SV Ruwer. 13 der 21 Tore erzielte Sven Luxemburger. Die Abwehr der Hausherren sollte also gewarnt sein. 10. Spielminute. Freistoß für den SV Ruwer. Aber Salfazi tritt den Ball scharf rein. Dennis Hontam zieht ab und Keeper Daniel Schulz sieht da gar nicht gut aus. 1:0 für den SV Ruwer. Oh, 17. Spielminute. Der Ball gelangt zu Abbas Alfazwi, der flankt halb hoch in die Mitte. Dort steht Christian Adams, behauptet den Ball, legt sich vor und trischt den Ball drüber. Vom PSV Trier war in der ersten Hälfte gar nichts zu sehen. Stattdessen wieder der SV Ruwer. Eckball von Abbas Alfazwi. Ali Alfazwi köpft an die Latte, zieht nochmal ab und 2:0 für den SV Ruwer. Der SV Ruwer war vor allem nach Standards gefährlich. Wieder eine Ecke von Abbas Alfazwi. Er tritt den Ball nach innen, aber Dennis Hontheim zieht da nicht genau genug. Danach war Schluss. Nach intensiven 45 Minuten, in denen der SV Ruwer die deutlich bessere Mannschaft war, gingen beide Teams in die Pause. Zweite Halbzeit. Der PSV Trier war nun wesentlich besser im Spiel und hatte gleich die erste Chance. Flanke von Spielertrainer Knörr, der flankt den Ball in die Mitte und Dennis Schäffler knapp an den Pfosten. Glück für den SV Ruwer. Sieben Minuten später, Freistoß für den PSV. Sven Prinz trischt den Ball flach in die Mitte und Nico Klein staubt ab. Anschlusstreffer für den PSV Trier. In der 58. Spielminute dann das. PSV-Spieler Schäffler schubst seinen Gegenspieler zu Boden. Und Schiedsrichter Rassau aus Trier entscheidet direkt auf Foul. Schäffler erhält folgerichtig die gelbe Karte. Doch die Szene geht noch weiter. Der gefaulte Spieler Christian Adams liegt noch am Boden und erhält zur Überraschung aller die gelb-rote Karte. Nur 3 Minuten später tritt Ruwers Trainer Jörg Kreusch in den Mittelpunkt. Nach einem Disput mit dem Schiedsrichter wird auch er des Feldes verwiesen. 78. Spielminute. Wieder ein Eckball. Diesmal tritt PSV-Spieler Ender Karadere an. Der Ball segelt in den Strafraum und Sven Luxemburger mit dem Kopfball zum 2:2. Zu guter Letzt wieder eine Standardsituation. Diesmal für den SV Ruwer. Langer Ball in den Strafraum und Ali Alfazwi mit der Riesenchance zur erneuten Führung. Danach sollte nichts mehr passieren. Es blieb beim gerechten 2:2 unentschieden. So, intensives Spiel, 2:2 Endstand. Neben mir stehen jetzt die beiden Trainer bzw. ein Spieler. Neben mir Herr Kreusch von der SV Ruwer und links neben mir Ender Karadere vom PSV Trier. Herr Kreusch, Sie haben weite Teile der zweiten Halbzeit außerhalb des Platzes verfolgt. Was war los? Ich habe mich tierisch geärgert über die gelb-rote Karte, die der Schiedsrichter gegen uns verhängt hat, die ich nicht verstehen konnte, vor allen Dingen, da er im Anschluss Freistoß für Ruwer gegeben hat. Also kann es nie gelb-rot sein. Dann kann er nur einmal gelb zeigen für die Polizei und das war es gewesen, aber keine gelb-rote. Und das hat mich tierisch geärgert. Okay, und Ihre Mannschaft kam in der zweiten Halbzeit eher schleppender ins Spiel. Woran lag es da, Ihrer Meinung nach? Es lag daran, dass wir zwei Verletzte hatten schon im Spiel, die in der Halbzeit allerdings noch nicht ausgewechselt werden konnten, weil ich wusste, wie stark Polizei auftritt. Mhm. Auch im Mittelfeld ziemlich präsent war und gerade im Mittelfeld hat man dann auch nachher gesehen, dass Polizei noch 2 Tore gemacht hat. Und wir mussten in dem Moment auch reagieren und mussten halt wechseln. Okay.
Herr Caradera, erstmal vielen Dank, dass Sie sich so kurz nach dem Spiel zur Verfügung stellen. Ja, erste Halbzeit ein bisschen schleppend bei euch, zweite Halbzeit lief es dann wie geschnitten Brot. Woran lag das? Was hat der Trainer euch in der Halbzeit gesagt? Unser Trainer hat uns in der Halbzeit Pfeffer gegeben. Ja, dann hat unsere Mannschaft alles gut umgesetzt. Wir sind gut ins Spiel reingekommen. Wir wussten, wenn wir direkt einen Anschluss machen, dass wir ins Spiel kommen. Und so war das dann auch. War von beiden Mannschaften war das ein gutes Spiel. Und ich denke, unentschieden war fair, muss man sagen. Und in der ersten Halbzeit, woran lag es da? Also da war ja der Rufer ein bisschen die stärkere Mannschaft. Der Rufer war gut eingestellt, muss man sagen. Die waren aggressiver, die waren immer zuerst am Ball. Ja, in der zweiten Halbzeit haben wir halt einen Hebel umgesetzt und 2-2, das war top. Ich denke, Herr Greusch, es war fair. Ja, gut. Alles super. Okay, Herr Greusch, ja, wie gehen Sie jetzt die nächsten Spiele an? Also war ja ein turbulentes Spiel heute. Wie geht es in die nächsten Spiele? Wir werden erstmal hier die Woche nochmal regenerieren, dass wir ein lockeres Training angehen, die zwei Einheiten und Samstag einen lockeren Lauf noch machen und werden dann weiter probieren, oben dran zu bleiben. Aber auch ein Kompliment an das faire Verhalten von der Polizei, auch kurz vor Schluss, die dann der Ender wirklich super gemeistert hat und hat den Ball einfach ins Aus reingeschossen. Denn Polizei war die zweite Halbzeit klar überlegen. Ja. Und das 2-2 geht voll und ganz in Ordnung. Okay. Ja, Herr Caradera, wie gehen Sie die nächsten Spiele an? Erstmal durchatmen vielleicht. Ja, es ist ja schon eine Überraschung, weil wir kaum eine Vorbereitung gemacht haben, dass wir so weit oben sind. Wir haben junge Leute zusammenbekommen. Der Trainer hat uns gut eingestellt. Ich hoffe, dass wir oben dranbleiben. Und vielleicht können wir ja die Saison überraschen und aufsteigen. Das wäre ein Wunder, aber ich denke, Wunder können passieren. Okay. Schönes Schlusswort. Ich bedanke mich, Herr Caradera. Danke, Herr Greusch. Vielen Dank. Und auch viel Erfolg.